Schönheit liege im Auge des Betrachters. Aber liegt Schönheit nicht im Bildbetrachter mit dem Auge? Wie können Spiegel real sein, wenn unsere Augen nicht real sind? Das Logo von Quenview ist das Auge. Wir verschönern den Bildbetrachter, um schöner Bilder zu betrachten, deren Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Das sagte ich ja bereits im letzten Video. Auch in diesem Video geht es um die Verbesserung der Benutzeroberfläche von Quenview. Was das Logo angeht, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, das Auge. Die Form ist leicht wiederzuerkennen und die Farbe mit Pink ist auch relativ eindeutig. Aber das hält mich nicht davon ab, mich etwas darüber lustig zu machen, dass ich ein einzelnes, im Raum schwebendes Auge für etwas gruselig halte. Doch Sie werden schon sehen, was ich damit meine. Hier haben wir Quenview, wie es gerade auf den KDE-Servern liegt. Wenn alle plötzlich ihre Stifte fallen lassen würden, dann wäre das die Version, die wir später veröffentlichen werden. Es hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum Ende vom letzten Video, außer dass allgemein der neue Stil von KDE-Anwendungen übernommen wurde, der sogenannte Blue Ocean Style. Und da sieht man, dass die Knöpfe, die Checkboxes, wie auch immer das auf Deutsch heißt, eben blau mit schwarzen Strichen sind und die Markierungen des, wo man gerade mit der Maus drüber ist. Es hat auch ein bisschen einen anderen Stil bekommen. In der Menüleiste, die Menüknöpfe, die sind jetzt grau unterlegt, anstatt vorher blau. Naja, jedenfalls, abgesehen davon ist Quenview so wie beim letzten Mal, hat auch die gleiche Schwäche, die ich letztes Mal erzählt habe, nämlich, dass die Seitenleiste standardmäßig eingeblendet ist, obwohl ich ja schon sehr ausführlich erzählt habe letztes Mal, warum das nicht unbedingt notwendig sein müsste. Und jetzt ist die Seitenleiste bei Quenview ein bisschen merkwürdig programmiert, in der Hinsicht, dass wenn man die Seitenleiste in einem der beiden Modi hier, also es gibt den Browse Mode und den View Mode, wenn man in einem dieser beiden Modi die Seitenleiste ausblendet und wechselt zum anderen Modus, dann ist die Seitenleiste wieder da. Beziehungsweise man wechselt wieder zurück und dann ist sie wieder weg. Also es merkt sich pro Modus, ob die Seitenleiste gerade zuletzt eingeblendet war oder nicht. Ich habe jetzt bereits programmiert, dass die Seitenleiste, wenn man das erste Mal Quenview startet, ausgeblendet ist. Und es war auch keine große Kunst. Ich kann das hier kurz zeigen. Nämlich der Witz war eigentlich nur, dass man musste in durchaus vielen Dateien und Textzeilen vom Quenview Programmcode musste man die Stelle finden, an der eben steht Seitenleiste sichtbar im Browse Mode. Und da steht, dass standardmäßig als Default True, also an ist. Und ich schalte das einfach aus. Und unten drunter, direkt im Anschluss, ob die Seitenleiste sichtbar ist im View Mode. Und auch da benutze ich meine grandiosen Programmierkenntnisse und stelle es auf falsch. Und das war auch alles. Und so habe ich es auch hochgeladen. Und man könnte eigentlich auch schon sagen, ja gut, das ist eine klare Verbesserung, genauso übernehmen wir es. Aber vielleicht war das Argument, ja, wenn ich es schon in die Hand nehme, dann kann ich es auch gleich richtig machen. Und es wurde eben kritisiert, was ich auch gerade eben schon gezeigt habe, dass es doch merkwürdig ist, dass die Seitenleiste plötzlich auftaucht oder verschwindet, wenn man hier Modi wechselt. Das ist ja nicht unbedingt, was man erwarten würde. Man denkt ja, Quenview als Gesamteinheit ist irgendwie aus einem Guss. Und die Seitenleiste, wenn man sie einmal eingeblendet hat, soll sie eingeblendet bleiben. Wenn man sie ausgeblendet hat, soll sie ausgeblendet bleiben. Daran soll sich eigentlich nichts ändern. Und ja, das ist eine berechtigte Kritik.
Dann programmiere ich das am besten gleich auch noch. Genau, das ist der Stand. Genau. Was passiert denn, wenn ich hier auf das Auge klicke? Wie Sie sehen, arbeite ich buchstäblich Tag und Nacht, um KDE-Software zu verbessern. Also in Wirklichkeit ging das Ganze ganz schnell, es ist gerade die Sonne untergegangen. Ich kann es eigentlich sogar direkt zeigen, aber bevor Sie jetzt glauben, oh mein Gott, ich kann kein Programmieren, will der jetzt, meint er echt, er kann mir gerade Programmieren beibringen innerhalb von 5 Minuten Video. Nein, natürlich nicht. Plus, ich denke, es sind generell interessant, überhaupt mal zu sehen, wie überhaupt ein Programmierer arbeitet, weil normalerweise sieht man nur irgendjemand, der vor dem Computer hockt. Und gerade wenn es durchaus überschaubar ist, kann ich es ein bisschen erklären. Aber keine Sorge, das ist nicht auf dem Test. Ich versuche es. Es bleibt danach wieder mehr. Ich werde danach wieder mehr die Anwendung selbst zeigen. Bloß in dem Fall war es wirklich. Es ging wirklich schnell. Ich habe eine Viertelstunde, glaube ich, gebraucht. Nicht einmal. Die längste Zeit habe ich darauf gewartet, dass der Computer arbeitet. Ich hätte eigentlich die Kamera direkt weiterlaufen lassen können. Werde ich jetzt vielleicht auch machen. Jedenfalls meine Idee war, und es hat auch sofort funktioniert, wenn ich eben diese beiden Einstellungen habe, dass ich einfach eine davon nehme. Und ich lösche sie. Und was macht jetzt die Anwendung, wenn ich jetzt versuche, das zu übersetzen? Ihr fehlt eine Information. Und wenn das Programm versucht, das Ganze, den Programmcode jetzt auf eine zu übersetzen, sodass der Computer später auch versteht, was ich hier geschrieben habe, während er versucht es zu übersetzen, wird er in Probleme geraten, weil ihm fehlt diese Information. Und genau die Stelle, an der er in Probleme gerät, die werden mir ausgegeben. Und genau an den Stellen weiß ich dann, dass ich was ändern muss. Und in dem Fall ist auch die Lösung ganz einfach. Da wo sonst nachgefragt wurde, da wo sonst nachgeschaut wurde, ist die Seitenleiste im Browse-Mode gerade sichtbar. Da leite ich jetzt einfach um und lasse stattdessen nachschauen, ob im View-Mode sichtbar ist. Ich mache also aus den beiden einfach eine Sache. Genau. Und jetzt warte ich mal drauf, wie lange mein langsamer Computer braucht, um mir auszuwerfen, wo denn das Problem liegt. Das sind wir schon. Also, an zwei Stellen hat es wohl versucht, auf die Information zuzugreifen, ob im Browse-Mode die Seitenleiste sichtbar ist. Und die werden mir auch hier als rote Fehler angezeigt. Und da kann ich auch direkt einfach draufdrücken. Und schon sind wir da. Und da sehen wir den Schuldigen. Hier in der Methode, in der abgefragt wird, ist die Seitenleiste gerade sichtbar. Da schaut es nach. Sind wir gerade im Browse-Mode und wenn wir im Browse-Mode sind, dann versucht es eben genau die Einstellung abzufragen, die ich gelöscht habe. Und anstatt dass es zurückgibt, ob im Browse-Mode es sichtbar ist, wechsle ich zum View-Mode. Und das war es hier auch schon, der Fehler ist weg. Und ich gehe zur nächsten Zeile, die einen Fehler hat. Und hier sind wir in der Methode Speichere die Sichtbarkeit der Seitenleiste. Hier wird also abgespeichert, ob die Seitenleiste zuletzt sichtbar war oder nicht. Und ich habe ja die Sache gelöscht, wo das gespeichert wurde. Also wirft es mir einen Fehler aus. Ich kann nicht abspeichern,
ob die Seitenleiste im Browse-Mode sichtbar war. Das ist gelöscht. Und hier wechsle ich eben auch einfach Browse-Mode und ändere das auf View-Mode. Und das müsste jetzt schon gewesen sein. Jetzt lasse ich wieder den Computer arbeiten. Und dann sehen wir uns das schöne Ergebnis an. Na gut, lass mal sehen. Genau. Okay, also die Seitenleiste ist schon mal unsichtbar gerade. Wenn ich zum View Mode wechsle, ist sie immer noch unsichtbar. Das fängt ja schon mal gut an. Jetzt mache ich die Seitenleiste sichtbar und wechsle zum Browse Mode und sie bleibt sichtbar. Grandios. Genau. Das war also schon alles. Jetzt könnte man sagen, das hätte natürlich. Das ist also jemand mit grundsätzlichen Programmierkenntnissen hätte das schon hinbekommen können, auf jeden Fall. Also für solche Sachen können wir wirklich, wir können auch wirklich Anfänger gebrauchen bei KDE. Auch Leute, die eben noch nicht so sicher sind. Es wird ja noch überprüft. Und wir müssen ja sowieso eigentlich noch viel mehr. Wir müssen sowieso noch viel mehr Leute für KDE begeistern, wenn wir über die 5% Hürde kommen wollen von Linux-Nutzern weltweit. Das eigentliche Problem ist natürlich nachzuschauen, ob was man programmiert hat, auch ob es auch eine gute Idee war, es auf diese Art zu programmieren. Oder ob es vielleicht langfristig irgendwelche Probleme nach sich ziehen wird. Und dazu gibt es natürlich keine. Dazu gibt es keine leichte Antwort. Das kommt mit Erfahrung, die in gewisser Weise auch mir noch fehlt. Naja. Jedenfalls werde ich das jetzt mal so hochladen. Und falls es noch irgendwas Interessantes ergibt, sage ich es Ihnen als erstes. Was passiert eigentlich, wenn ich hier aufs Auge klicke? Die Änderungen, von denen ich eben sprach, wurden ohne weitere Probleme übernommen. Jetzt, wo das getan ist, schauen wir uns doch noch einmal an, wie denn QuenView ausschaut, wenn man es wirklich zum allerersten Mal startet. Das ist das Problem. Sobald man QuenView einmal gestartet hat, merkt sich QuenView ein paar der Einstellungen, die man getroffen hat. Also natürlich auch die Einstellungen, die man tatsächlich die man sehr explizit als Einstellungen kennt, also wie groß denn die Bilder standardmäßig angezeigt werden und so weiter. Aber auch ganz grundsätzlich, wie groß zum Beispiel das Fenster ist. Wenn ich jetzt also herausfinden will, wie QuenView aussieht, wenn man es wirklich zum allerersten Mal startet, dann muss ich dafür erst einmal die Daten löschen, die angelegt wurden. Und die finden sich an folgender Stelle. Das zeige ich Ihnen mal kurz, weil es auch für Sie nützlich sein kann, falls Sie mal Einstellungen zurücksetzen wollen, weil irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und dafür gehen Sie in Ihren persönlichen Ordner. Dann zeigen Sie versteckte Dateien und Ordner über diese Aktion hier an, indem Sie das hier auswählen. Und dann gibt es hier den Ordner namens Config, den versteckten Ordner Config. Und hier speichern viele Anwendungen ihre Einstellungen ab. Hier haben wir zum Beispiel von KDE-Anwendungen Kasysgard, Critter, das Zeichenprogramm, dann Kate, das Textbearbeitungsprogramm und eben auch QuenView. Dann schauen wir doch mal rein, was da abgespeichert wird. Und wir sehen, hier wurde die Seite abgespeichert, die zuletzt geöffnet war.
Die Menüleiste wird als unsichtbar abgespeichert. Dann haben wir noch den Zustand vom Hauptfenster. Was auch immer das ist, ich kann das auch nicht lesen. Irgendein Buchstabensalat, den wohl der Computer dann schon verstehen wird, aber den wir hier leider nicht lesen können. Dann haben wir noch irgendwelche, die Größe vom Fenster, selbst geöffnete Dateien und eben Sichtbarkeit von der Seitenleiste, woran das war die Einstellung, an der ich eben gearbeitet habe, dass das standardmäßig auf False ist. Gut. All diese Einstellungen wollen wir nicht mehr haben. Wir könnten hier jetzt auch direkt Veränderungen vornehmen, aber wir wollen ja, dass es so ist, als hätten wir noch nie Cranfield gestartet. Also löschen wir das einfach. Und weg ist es. Und jetzt kann ich Cranfield starten. Wie beim ersten Mal. Und wir sehen schon einmal, dass die Menüleiste hier oben sichtbar ist. Und das ist ungünstig, weil dadurch, dass die Menüleiste sichtbar ist, ist der Hamburger-Knopf, der eigentlich erst neulich schön neu programmiert wurde, der bleibt unsichtbar, weil der blendet sich ja nur ein, wenn die Menüleiste ausgeblendet wurde, was ich auch hier zeigen kann. Jetzt muss ich es größer machen, damit man überhaupt den Hamburger-Knopf sieht, weil das Fenster viel zu klein ist. Und das ist ärgerlich, weil schon Bemühungen unternommen wurden, dass das Fenster größer ist, standardmäßig. Allerdings hat sich scheinbar seitdem wieder ein Fehler eingeschlichen, weil es offensichtlich zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert. Jetzt wäre vielleicht interessant, woher weiß ich denn, welche Änderungen schon alle an Cranfield gemacht wurden. Weil KDE ist ja eine große Gemeinschaft mit vielen Leuten, die an allem Möglichen arbeiten. Wie will man denn da den Übersicht behalten? Und ehrlich gesagt, das ist auch gar nicht so leicht möglich. Ich kann natürlich ein bisschen meine Augen offen halten, woran andere Leute arbeiten, in den Programmierer-Chaträumen oder generell halt nachgucken, woran gerade programmiert wird oder woran auch gerade die Designer vielleicht arbeiten. Aber da kann man ja leicht alles Mögliche verpassen. Und was ich dafür dann benutze, damit ich die Übersicht behalte, ist die nützliche Zusammenfassung, die jede Woche von Nate Graham erstellt wird. Nate Graham war auch derjenige, der sich schon in die Richtung bemüht hatte, dass eben Cranfield standardmäßig ein bisschen größer ist. Ich kann mal den Blog von ihm zeigen hier. Da sieht man schon sein Gesicht. Der kommt wie gesagt aus einer wüstenähnlichen Gegend im Südosten der USA. Das ist also der Blog, wo jede Woche einige Änderungen aufgelistet sind. Und so auch diese Woche. Und das ist ziemlich viel. Also wie gesagt, ich dann schon immer ein paar Minuten die Woche beschäftigt, nachzuschauen, was denn hier gerade das alles bedeutet. Ah, und hier haben wir auch die Änderung, die ich eben gezeigt habe. Also die ich vorhin programmiert hatte. Genau. Und auch mit einem schönen Bild. Und hier unten drunter haben wir noch eine Änderung an Cranfield von Noah Davis. Und zwar hat er sich darum gekümmert, dass diese kleinen Informationen hier, diese kleinen, also Tags, kennt man vielleicht Hashtag von Twitter und dergleichen, dass diese Tags, nach denen man sortieren und suchen kann, dass die schöner sind. Jetzt so mit einer kleinen Umrandung. Vorher standen sie einfach, glaube ich, einfach nur schwarz auf weiß dort. War jetzt nicht ganz optimal ist. Genau. Und der Nate Graham versucht es natürlich auch immer ziemlich reißerisch zu machen, was denn da jede Woche gerade Neues passiert ist. Und dann ist es doch auch spannend mal zu schauen, was diese Woche wohl die große Änderung war. Und da haben wir Expandable Tooltips. Was auch immer das ist. Von Felix Ernst? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Als hätte er doch nicht erwähnen brauchen.
Scheiße drin, oder wenn ich das...